Hallo liebe YouTuber, mein Name ist Harald Scherer, ich bin Diplomkaufmann und Steuerberater und ich habe euch ein Video gemacht zum Thema verdeckte Gewinnausschüttung, Zahlung eines Kunden auf das Privatkonto eines Gesellschafter-Geschäftsführers. Dieses Video dreht sich um die verdeckte Gewinnausschüttung. Eine verdeckte Gewinnausschüttung steht immer im Zusammenhang mit einer Kapitalgesellschaft. Eine Kapitalgesellschaft ist eine juristische Person, die in der Regel ins Handelsregister eingetragen ist, wie zum Beispiel eine GmbH, eine Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt oder eine Aktiengesellschaft. Solche Gesellschaften können selber Rechte erwerben, Verbindlichkeiten eingehen und auch Verträge schließen mit den Gesellschaftern selber. Das sind in der Regel auch die Geschäftsführer. Und solche Verträge nennt man Gesellschafter-Geschäftsführer. Verträge. Wenn diese Verträge genauso abgeschlossen sind, wie die normalerweise mit fremden Dritten Geschäftsführern abgeschlossen werden, die nicht Gesellschafter sind, dann werden die auch von der Finanzverwaltung anerkannt und dann werden die auch genauso behandelt. Die Geschäftsführer haben Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit. Das wird bei ihnen besteuert und die Ausgaben sind bei der Kapitalgesellschaft Betriebsausgaben. Da ändert sich nichts gegenüber anderen Verträgen. Das kann sich aber ändern, wenn die Bedingungen mal ein bisschen anders sind. Und das ist ja oft so, weil die Gesellschafter dann sich selber als Geschäftsführer anstellen und die Verträge ein bisschen günstiger sind, als sie vielleicht mit fremden Dritten werden. Und genau um diese Verträge geht es in der Regel bei verdeckten Gewinnausschüttungen. Die Frage ist, warum unterscheidet man eigentlich? Der Punkt ist der, wenn eine verdeckte Gewinnausschüttung vorliegt, dann wird der Aufwand auf Ebene der Kapitalgesellschaft rückgängig gemacht. Das heißt, es sind keine Betriebsausgaben, sie werden wieder hinzugerechnet und das Ergebnis erhöht sich und damit auch das Ergebnis, was der Körperschaftssteuer zugrunde zu legen ist. Das Geld oder diese Vermögenszuwendung, die der Gesellschafter bekommen hat, ja, sind keine Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit, sondern sind Kapitaleinkünfte, sind Gewinnausschüttung und werden mit dem Teileinkünfteverfahren versteuert. In der Regel mit dem Teileinkünfteverfahren. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist eigentlich genau eine verdeckte Gewinnausschüttung? Da gibt es in der Rechtsprechung eine eindeutige Definition bzw. eindeutige Kriterien, an denen man solche Verträge misst. Eine verdeckte Gewinnausschüttung liegt vor, wenn eine Vermögensminderung vorliegt oder eine verhinderte Vermögensmehrung, die aus dem Gesellschafterverhältnis veranlasst ist, die also ihre Ursache hat im Gesellschafterverhältnis, sonst wäre dieser Vertrag so nicht zustande gekommen, die nicht im Zusammenhang steht mit einer offenen Gewinnausschüttung, also keine echte, beschlossene, mit Gesellschafterbeschluss beschlossene Gewinnausschüttung und die sich auf den Unterschiedsbetrag 4 Absatz 1 StG, das heißt auf das zu versteuernde Einkommen, ausgewirkt hat. Wenn sowas vorliegt, dann führt man die Korrekturen durch, wie ich sie gerade bezeichnet habe. Das war jetzt bestimmt ein bisschen kompliziert und ein bisschen viel für euch. Ich will mal ein einfaches Beispiel nennen. Bei Geschäftsführern von GmbHs wird in der Regel bei fremden Dritten eine Überstundenvergütung nicht vorliegen. Das heißt, wenn jemand Geschäftsführer ist, bekommt er die Überstunden nicht bezahlt. In der Regel steht das in den Arbeitsverträgen drin. Wenn jetzt ein Gesellschafter-Geschäftsführer einen Vertrag abschließt, weil er selber Gesellschafter ist, mehr Einfluss hat, wo genau das aufgeführt ist, also dass er Überstunden bezahlt bekommt, dann wird man sagen müssen, da klappt der Drittvergleich nicht. Das heißt, der Vertrag wurde nicht so abgeschlossen wie unter fremden Dritten. Ja? Damit ein Vertrag zwischen einem Gesellschafter, Geschäftsführer bei einer GmbH überhaupt anerkannt wird, muss der schriftlich abgeschlossen sein im Vorhinein, der muss tatsächlich durchgeführt werden und vor allen Dingen der Drittvergleich muss stimmen, wie mit einem fremden Dritten. Und das wäre zum Beispiel ein Fall, der Vertrag würde so nicht anerkannt, zum Beispiel was diesen Teil der Überstundenvergütung betrifft, das wäre eine verdeckte Gewinnausschüttung. Diesen Aufwand würde man, diese Betriebsausgaben würde man bei der Kapitalgesellschaft rückgängig machen. Dadurch würde der Gewinn steigen und damit würde auch mehr Körperschaftsteuer anfallen. Und auf der anderen Seite, bei dem Arbeitnehmer liegen keine Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit vor. Das heißt, diese Überstunden wären keine Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit, sondern das wären Gewinnausschüttungen und das wären Kapitaleinkünfte. So würde man eine verdeckte Gewinnausschüttung im Rahmen von Arbeitsverträgen würdigen. Und in dem konkreten Fall hier geht es eigentlich darum, liegt eine verdeckte Gewinnausschüttung vor, wenn ein Kunde auf das Privatkonto des Gesellschafter-Geschäftsführers zahlt.
Im vorliegenden Fall, im Streit vor dem Finanzgericht, liegt eine Vermögensmehrung beim Gesellschafter Geschäftsführer vor, weil die Rechnung in der Art und Weise beglichen wurde, dass nicht auf das Konto der GmbH bezahlt wurde, sondern auf das Privatkonto des Gesellschafter Geschäftsführers. Er hatte diesen Vermögensvorteil, konnte auch darüber verfügen. Die Frage ist nun, liegt eine gesellschaftliche Veranlassung vor? Das war eigentlich das Problem, darum ging es, weil der Gesellschafter Geschäftsführer dieses Geld jetzt nicht privat genommen hat, sondern damit Zahlungen geleistet hat, Rechnung bezahlt hat für seine Kapitalgesellschaft. Und da ist eben der springende Punkt, da hielt das Finanzgericht dem entgegen, dass es eben bei solchen Verträgen darauf ankommt, dass die Verträge überhaupt erstmal vorliegen, nämlich schriftlich im Vorhinein und auch tatsächlich durchgeführt werden. Und dieser Vertrag lag eben nicht vor, dass er als Gesellschafter, Geschäftsführer Geld empfängt, was der GmbH gehört und mit diesem Geld dann Rechnung der GmbH bezahlen kann. Und alleine schon, weil diese Vereinbarung nicht vorlag, urteilte das Finanzgericht, hier liegt eine verdeckte Gewinnausschüttung vor, die Betriebsausgaben sind nicht da, ja, und der Gesellschafter, Geschäftsführer hat Einkünfte aus Kapitalvermögen. Das war's für heute, war ein bisschen kompliziert. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Wenn ihr steuerlich auf der Höhe der Zeit bleiben wollt, dann abonniert doch unseren Channel. Wir freuen uns über eure Likes auf YouTube. Wenn ihr Fragen hierzu habt oder euch andere Themen interessieren, dann postet die doch bitte in den sozialen Netzwerken unter Hashtag FragtAIS. Wir werden auch versuchen, möglichst viele zu beantworten und die auch in Userfragen und so weiter in eigenen Videos zu beantworten. Das war's für heute und wenn ihr wollt, schaut uns morgen bitte wieder zu.